Jetzt ist es unser einziges Ziel, unser Teammitglied und unsere beste Freundin Penelope zu retten. Der Pirat halt lag keine Ahnung. Zurück zur Blutbadbucht gesegelt und hat was ist das für ein Vergleich? Es sieht übel aus. Wir können uns unmöglich in den Hafen schleichen. Und die Inselrückseite ist aufgrund der Riffe unzugänglich. Also werden wir kämpfen müssen. The Free ist ein intelligenter Gegner und wir müssen alles einsetzen, was uns zur Verfügung steht. Zuerst werden wir Dimitris neue Tauchausrüstung testen und einige Waffen aus einem gesunkenen Schiff in der Nähe bergen. Wir brauchen die Feuerkraft, um die gepanzerte Totenkopf beschädigen zu können. Und sie wird uns auch bei der Vernichtung des Rotsegel-Seehund-Clans nützen. Das ist eine Söldnerflotte, die für Le Fouy segelt. Wir müssen sie überraschen, während sie uns in kleinen Gruppen jagen. Wenn sie uns jemals alle auf einmal angreifen, haben wir keine Chance, das zu überleben. Und schließlich segeln wir zu den trüben Wassern, in denen ein Meeresungeheuer lebt, das die Piraten Brecher nennen. Es gibt kaum Berichte darüber, aber wir werden es beobachten. Denn ich weiß, dass sich Le Fouys Männer davor fürchten. Das könnte uns zugutekommen. Fast, Lucky, das ist ein Dia-Projektor. So. Das klingt krass. Das klingt ja voll nach Krieg hier alles. Nach Kri-Kri. Ja, wieso kann ich nur zwischen den beiden... Okay, ist ja wurscht. Das ist ein Tageslichtprojektor, weiß ich nicht. Piratenoperation Tag 2 bereits. Ja, wenn die Dia-Show kam, dann ist es schon bald vor Finale. Gefahr aus der Tiefsee. Ist die nächste Quest, okay. Wir fahren hier echt wieder mit dem Schiff. Wir starten auf dem Schiff. Hä? Wie krass? Wie krass ist die Episode? Das ist ja super cool. Die Idee, das ist, ey, was ist passiert hier? Einfach Skull and Bones jetzt oder sowas. Black Flag, was auch immer. Wie cool ist das? Das ist unendlich kreativ jetzt hier. Was ist Kreis? Ach so, dann zoomt es wieder rein und wir können das Schiff da angreifen. Wie cool! Echt? Das ist ja mega! Ey, das ist viel zu... Oh, wir haben ein Loch. Viel zu viel für so ein, einfach so ein Kapitel. Einfach, hey, das ist viel zu sehr ausgearbeitet. Was ist das hier alles? Das ist ja krass. Jetzt kommt das Schatzbergungs-Minigame aus Phantom Hourglass. Was ist jetzt? Karriere, Gesamt, Rang, Landratte, versenkte Schiffe 1, gekaperte... Was? Hey, echt eigenes Game komplett. Als würde ich hier ein Sly-Spin-Off spielen, hey. Was passiert hier? Ist ja übel. Hey, seit dem dritten Kapitel haut es was raus, das Spiel auf einmal? Krass. Episode 1 und 2, die waren so, ja, Sly halt und ja, waren so ein bisschen eher meh. Und jetzt auf einmal? Holland war geil, China war geil, die Karibik ist super geil. Wahnsinn, jetzt punktet das Spiel auf einmal voll. Das Schatzbergungs-Minigame aus Phantom Hourglass. Das fand ich voll gar nicht so schlecht. Ich fand das eigentlich ganz cool. Es war gar nicht so schlimm. Ich glaube, die Triforce-Suche in Wind Waker ist da ein bisschen schlimmer. Wobei, was hast du denn beiden? Hä, musst du nicht in Phantom Hourglass auch Teile finden? Bei einem bestimmten Punkt? Ich glaube schon. Am Ende will er doch Sly auf PS3 zocken. Na, wirklich, trotzdem nicht. Ich mach trotzdem eine Pause. Will trotzdem jetzt was anderes zwischendurch spielen, echt. Feuer! Oh ja! Das macht voll Spaß. Da bekomme ich eher richtig Bock auf Assassin's Creed Black Flag, echt. Also. Ja. Ja, wie kann ich jetzt die Karte aufdecken? Ach, jetzt wieder so, okay. Okay. Gefahr aus der Tiefsee, Schlacht auf hoher See und Brecher aus der Tiefe. Wie cool. Gut, dann machen wir Schlacht auf hoher See, oder?
Nächstes willst du dann Black Flag zocken. Ja, vielleicht dann doch eher. Aber das kann ich nicht machen, bevor wir nicht Assassin's Creed 3 spielen, ehrlich gesagt, weil das die Story zusammenhängt. Eigentlich sollte ich erst Teil 3 spielen. Dann Black Flag und dann übrigens Rogue. Was keine Sau kennt. Weil das ist tatsächlich das Finale von der amerikanischen Saga. Das kam fast zeitgleich raus mit... Assassin's Creed Unite, oder? Oder so. Das mit... wo es halt in Frankreich spielt. Das erste PS4-Spiel, weißt du? Das erste Next-Gen Assassin's Creed. Und natürlich wurde die Werbetrommel dafür eher gerührt, ja? Und es kam aber einfach sehr still, fast ohne Marketing, gleichzeitig ein Assassin's Creed-Teil noch für die alten Konsolen PS3 und Xbox 360 raus. Und das war eben Rogue, was die amerikanische Saga damit beendet hat. Und deswegen kennt es fast keine Sau. War halt ein bisschen dumm gemacht eigentlich. Jetzt ist echt unser Schiff kaputt, oder wie? Krass. Ey, krass, die haben das einfach zerstört? Nur weil die eine Hälfte da jetzt... das Leben verloren hatte? Das ist ja kacke. Nee, Rogue ist kein Roguelike. Weiter. Okay. Nee, ich glaube, du warst da ein abtrünniger Assassine irgendwie, der dem Assassinen-Clan abschwört oder so. Ich glaube, das war die Hauptthematik in Rogue. Au. Da ist ein Loch. Ich werde es stopfen. Ja, dann stopf es. Ein Loch ist im Schiff. Im Schiff. Hm. Ja, und wie stopfst du es jetzt? Ah, natürlich, indem man draufhaut. Ja, klar. Klar, das ergibt Sinn. Ja, ja, ach so. Okay. Hätte ich ja gleich drauf kommen können, Mensch. Ja, natürlich. Was ist das denn? Können wir aufhören, gegen das Schiff zu kämpfen? Ich will nicht mehr. Und by the way, gerade auf dem Weg zur Arbeit, das hagelt einfach. Solange es keine Kanonenkugeln hagelt, geht's ja noch. Oh Gott, geh halt hoch! Hey Mary, kannst du da weggehen auch? Ich... okay, dann nicht. So wie es aussieht, muss ich die jetzt erstmal kaputt machen. Feuer! Donnerkanone! Oh. Und hier, die Seite noch. Das ging voll Gas daneben. Nee, nur Meteoriten, also üblicher Samstag im Alltag von dem Lucky. Achso, ja dann. Ganz normal Meteoriten halt, okay. So das normale Wetter bei euch. Explodierende Meteoriten, oder? Die nukleare Säure emporströmen lassen, in der du dann badest. Inslei. So. Jetzt haben wir's, gell? Macht aber Spaß. Boah, krass, da kriegen wir ja voll gut Gold auch, gell? Wo sind wir jetzt genau? Wohin genau geht's jetzt? Oh, ein Schiff. Und noch ein Schiff. Und bitte nicht Kreis drücken. Und da ist eine Schatzkiste. Hey. Das heilt unser Schiff. Das ist ja super lustig. Muss ich das angreifen? Das hat lila Segel. Glaub schon. Let's go! Die Kanone ist weg. Warum ist die Kanone weg? Äh.
Achso, da sprudelt's ja wieder. Okay. Und Feuer. Hey, voll der krasse Modus, oder? Was ist hier los auf einmal? Feuer! Naja. Und nochmal. Aha. Sind schon welche bereit? Nee. Aber die jetzt. Die treffen nicht. Wir müssen näher. Ja, das ist ein Soda-Streamer, richtig. Oh nein, Grudon, warum? Sind wir noch nicht nah genug? Jetzt aber. Das war's. Lustig. Gekaperte Schiffe, man kann ja doch kapern. Wir nähern uns einem vom Rotsegelseehund-Clan. Jeder auf seinen Posten. Okay. Wird schon. Wir sind dem Rest der Flotte entkommen. Hä? Entert das feindliche Schiff, sobald der Mast umgefallen ist. Okay, jetzt müssen wir aber entern. Wir müssen herausfinden, wie der Rest des Clans patrouilliert. Und mit los! Mit Entfernung können wir sie in kleinen Gruppen angreifen. Einfach Piraten jetzt, das ist so cool. Was bin voll daneben. Dann drück mal Enter. Oh, ach, Lucky. So. Oh oh. Puh. Leute, ey, was wird denn das? Euch verpasse ich eine, ey. Wir laufen voll Wasser. Oh, scheiße. Okay, jetzt drehen wir bei. Und dann gibt's hier ordentlich. Oder auch nicht. Ey, die hauen ab, die kleinen Popels. Muss schon sagen, das ist schon echt geiles Level. Hä? Was geht hier ab auf einmal? Krass! Nicht einfach nur stumpf, ja, da hast halt eine Piratenwelt, geh halt durch die Stadt und mach halt Missionen, sondern die haben sich einfach was ausgedacht. Auf einmal bist du auf dem offenen Meer und kämpfst gegen Piratenschiffe. Hä? Steuerst Inseln an, machst ein bisschen Schatzsuche. Krass! Hätten die gar nicht machen müssen, aber ja. Das ist einfach ein ganzes eigenes Spiel im Spiel. Das finde ich schon cool. Komm schon, das muss doch hier treffen. So, jawohl! Ihr macht es uns, rammt ihr Schiff und sprengt ihn über vom Bein. In die Bude von Gecko Big Pink. Ja, Sims brechen aus, die Lucky Katze. Die war lustig. Oh Gott. Ich will da eigentlich gar nicht runter. Ich will da eigentlich hochklettern. Ist ja wurscht. Ah, das geht gar nicht. Ach so. Okay, dann lassen wir es halt. So, jetzt ist er hier. Komm her jetzt. Hä, wie geht entern? Ich kann nicht auf dem Schiff. Doch jetzt. Na los! Au! Ja, ganz genau! Au! Da kommen ja noch mehr! Ah, ich kann die Rauchbombe nicht einsetzen, verstehe. Oh. Aber den Switch-Move kann ich machen, okay. Oh, das tat weh.
Oh, ihr mit euren Säbeln, echt, das ist so unfair hier alles. Oh, krass. Alter. Hä? Bin tot. Aber die wären wir auch fast tot gewesen. Oh, oh nee. Nee, oder? Hervorragend. Wir sind dem Rest der Flotte entkommen. Nee, oder? Alles von vorne. Wir müssen herausfinden, oh, nee. Oh, das ist wieder sau unfair gemacht. Ach du Scheiße, echt. Okay, müssen wir noch besser aufpassen, noch besser kämpfen. Hä? Okay, ich dachte echt, die haben uns getroffen eigentlich. Okay. Was, Säbelzahnhunde? Was sind Säbelzahnhunde? Ach, weil es Hunde sind. Oh. Warum? Okay. Oh. Oh ja, danke fürs Anfeuern, echt. Jetzt wird's was. Wenn ich wüsste, wo das Schiff hin ist. Ach, da vorne. Hey, die Feiglinge! Sehr unglaublich. So, jetzt pass auf. Bereit? Und... Feuer! Okay, und volle Karacho rammen. Was nennst du rammen? Was ist das für eine Scheiße? Aha. Müssen wir jetzt echt beidrehen und nochmal richtig reinrammen, oder was? Scheiße, echt. Okay, pass auf. Wir kommen gleich wieder. Los geht's. So. Ist voll lustig, Slide steuern zu können und gleichzeitig das Boot. Das ist krass. Da kommen wir. Geht es nicht ein bisschen schneller eigentlich? Aha, tolles Rammen. Egal, hier bin ich. Ja. Ach, muss ich ihm immer eine reindrücken, oder? Oh mein Gott, Leute, echt jetzt. Wow. Hä? Konzentriere ich mich auf ihn, oder? Wow. Ja, er ist es. Er allein. Nicht die ganze Crew, sondern nur er. Okay. Hä? Hopp. So. Los. Das war's. Du hast die Rotsegelkarten. Puh, krass. Gut gemacht, Sly. Danke. Ich habe den Patrouillenplan analysiert und den besten Platz für einen Angriff auf deiner Seekarte markiert. Verabschiede mich schon mal. Einen schönen Samstag euch allen. Alles klar. Die auch, beziehungsweise euch auch, Kudon, ne? Und hier... Shadow of Wolves da so? Huch! Oh oh. Und bis zum nächsten Mal dann. Schön, dass ihr da wart, echt. War super lustig. Danke für die 1000 Bits auch, echt. Unglaublich. Das Backseat Gaming war auch super funny, einfach.
Schönes Wochenende euch. Jetzt müssen wir hier wirklich wieder kämpfen, gell? Wir können halt auch nicht fliehen aus der Sache scheinbar. Oder doch? Was ist, wenn ich einfach wegfahre? Pass mal auf. Ich würde jetzt nicht immer kämpfen wollen, tatsächlich, jetzt. Jetzt mal speichern, echt. So. So, weiter geht's. Wir können da nicht rausfliehen, gell? Nee. Ach, scheiße. Na gut. Na gut. So ein bisschen wie Random Encounter-Kämpfe in Rollenspielen, echt. Nur da kann man fliehen, hier nicht. Dann müssen wir da voll rein. Bleibt uns nichts übrig. So. Okay. Heavy okay. Was ist okay? So, jetzt die hier. Feuer! Macht schon Bock. Haben wir einen Leck? Der Rumpf zittert. Jetzt schon. Müssen umdrehen. Den verpassen wir eine. Pass mal auf jetzt hier. Oh oh. Schießen sofort zurück. Das hat mich getroffen. Haben wir noch einen Leck? Nee. Ah, passt nur auf. Geben ihm alles, was wir haben. Und da treffen wir doch, oder? Ah, ja, ein bisschen. Kleines bisschen. Okay. Jetzt kommen wieder auf uns zu. Dann machen wir selbiges. Pass mal auf hier. Wir drehen sofort so. Die Offensive und dann geben wir ihnen alles, was wir haben. Und los! Donnerschuss! So nämlich. Jetzt holen wir sie uns. Wow. Epp. Hallo. Was bist du denn? Au. Ja, ist ja gut. So eine Kacke hier. Hä? Was sind das für Mäusepiraten hier? Aua. Die sind krass drauf. Nein. Ja, richtig! Ups. Puh! Hä? Hm. Hey, ein bisschen Leben wäre geil, Leute, echt. Oder so. Mittlere Halskette, cool, 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 cool. Puh, Wahnsinn. Was wir hier an Gold bekommen können, das ist echt gut. 3000 Gold, Leute! So, jetzt aber, wie wär's? Hä? Ah, okay. Einfach geradeaus eigentlich. Okay. Hä? Macht euch bereit, Leute! Wir nähern uns dem Feind! Okay. 3 X? Es steht 3 gegen 1. Ach du Scheiße. Okay. Und los! Erstmal die.
Dann drehen wir um und holzen sofort die weg. Oh, die haben uns getroffen. Ja, Moment, Moment, Moment. Feuer! Oh je, das wird krass. Und die kriegen auch nochmal was. Oh, wir sind ja in der Zange, hey. Sind wir getroffen? Nee, wir haben eins versenkt schon. Und hier noch. Sehr gut. Wo ist das letzte? Ey, das ist so cool, echt. Unfassbar. Was ist das? Da ist das letzte. Okay. Und los. Guter Schuss! Ändert den Plan und schnappt euch die Beute, wenn ihr wollt. Das machen wir. Die Koordinaten für den Rest der Flotte. Wenn ihr wollt. Moment, können wir es versenken auch? Aber es gibt mehr Gold, wenn wir es erobern. Deswegen gehen wir da voll rein. Wie es rumwackelt, echt. Hier kommen wir. Upsi. Ja, ich bin gleich da. Moment, ich bin hier gerade ein bisschen verglitscht. Ich komme hier nicht mehr weg. Entschuldigung. Ja, alles klar. Das ist ein Scheiß. Hey, du Mäuserich. Hopp. Ich lasse ihm einfach gar keine Chance aufzustehen. So schaut's aus. Ja, aua. Hä? Und was war das jetzt? Oder sind das Katzen? Ich weiß auch nicht. Wir haben es geschafft. Krass. Das ist so lustig, echt. Okay, und jetzt? Hä? Ah ja, jetzt müssen wir hier vor, oder was? Oh krass, was ist das für eine riesige Aufgabe hier? Ist dann Seeungeheuer, wo wir hin müssen? Auf der Karte schon. Danke. Hey, das ist aber schon so cool, einfach echt. Macht Spaß. Krasse Sache. Wir nähern uns dem großen Fisch. Ah, das ist doch gut. Es steht vier gegen Scheiße. Einen. Vier! Okay. Ja, ein bisschen getroffen. Alter Falter. Ganze Flotte hier. Haben wir sonst nochmal getroffen? Ja. Nochmal da vorne. Oh, das wird hart, echt. Los jetzt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind fast tot. Wir müssen die jetzt mit einem Schlag killen. Los. Jawoll. Ich sehe die anderen nicht. Wo sind die? Ah, da. Ah, oh. Oh, das ist die Formation gefällt mir nicht hier, was die da machen. Ah, scheiße, voll daneben. Oh, oh. Oh, scheiße, wir sterben fast, echt. Wir haben hier keine Kanonen mehr jetzt. Ein bisschen umdrehen, echt. Komm schon. Feuer! Mm! Nimm das! Oh. Gerade mal die Hälfte. Aber die sind auch fast kaputt da vorne. Kommt schon. Früh. Super! Ja, oder so. So geht's auch. Ja. Schön auf Distanz bleiben einfach. Ey, ihr Möwen, ey! Ja. Nein. Dürfen nicht... Dürfen hier... Jetzt, ja. Ah, es geht daneben. Wir dürfen nicht hier auf die Seite kommen. Wir müssen denen zuvorkommen. Ja, so. Schön frontal und rein da. Oh ja. Perfekt. Er gibt ein gutes Ziel ab. Oh. Schick ihn zur Titanic oder rauf den schon. Auf. Ja. Ich schick sie zur Titanic, ganz ehrlich. Tschüss.
Ganz genau. Noch einen hinterher. Rang Wischmob, alles klar. Boah, das war hier ganz schön knapp. Puh. Oder uns gegen eine unüberwindbare Übermacht stellen, wenn wir die Blutbadbucht angreifen. Gut. Auftrag beendet. Boah, krass, echt.